Willkommen zurück, meine Freunde. Genau wie das letzte Mal geht es einfach weiter hier mit Fana Kasekul. Und, oh Jesus, da geht's ja schon los. Ich wollte gerade sagen, und ich bin mega, wirklich mega gespannt, was jetzt hier passieren wird, was mit Naomi ist und so weiter und so fort. Ich habe null Ahnung. Und genauso wie beim letzten Mal konnte ich jetzt nach meiner vorherigen Aufnahme einfach nicht abwarten. Nicht mal abwarten, bis sie fertig oben war. Ich muss einfach weitermachen. Was ich mich auch frage ist, ob Fana Kasekul hier auch schon früher betretbar gewesen wäre. Also in der aktuellen Zeit. Lass mich mal kurz hier aufräumen. Ich kann schon förmlich riechen, dass das Finale, gar nicht mehr so weit entfernt ist. Und genau deswegen wollte ich hier mich sofort wieder ransetzen. Einfach um zu erfahren, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob Gareth tatsächlich hier sofort ums Eck sein wird, an der Stelle, wo er in das hiesige Zeitalter rein teleportiert sich hat, weil seine Rüstung haben wir an der Oberfläche gesehen. Das heißt, er muss irgendwo hier gelandet sein. Die Frage ist nur... Was? Noch ein Geist? Goddammit. Die Frage ist nur, ist er immer noch hier? Ist er immer noch hier? Oder ist er schon lange wieder abgezischt? Das hier war der Raum. Der Raum des Portals. Hafenviertel, die wollen, dass ich wieder... irgendwo anders rauskomme. Aber wieso? Ich habe keine Ahnung, wir werden es erfahren. Sehr wahrscheinlich erfahren. Oh, und ich habe auch gemerkt, warum das letzte Mal ich mich gefragt habe, in dem einen Raum, wo man sich hinlegen durfte, sollte, warum ich mich da nicht weiter bewegen konnte. Mein Federzauber war abgelaufen. Aber interessant zu wissen, dass man selbst mit TCL sich nicht weiter fortbewegen kann, wenn man über... Ups, hier ist ein Licht. Wenn man überbelastet ist. Gut, überbelastet, sich richtig problemfrei fortbewegen zu können. Ich glaube, dafür wäre God-Mode ganz praktisch. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich immer, sobald ich überbelastet bin oder mich nicht weiter bewegen kann, gucke ich immer nach links oben auf meinen Bildschirm. Und da steht dann immer, du bist überbelastet. Und die Anzeigen seit dieser Mod, ich weiß nicht, warum das so ist, aber seit Knights of the Nine Revelation ist links oben die Anzeige ab und zu einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht, woher das kommt oder woran das liegt, aber es ist einfach so. Deswegen ist mir das eine Mal das da nicht aufgefallen und... das hat für viel Kopfzerbrechen gesorgt. Okay, also pass auf. Ich hab Fana Kasekul eigentlich... ich hab das durch, oder? Ja, guck mal. Keine versteckten Eingänge oder Türen und das ist nur der Ort, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, ich habe am Eingang noch irgendwas übersehen an der Ruine, wo wir am Anfang reingekommen sind. Der Questmarker hat ja von Anfang an hier aus der Ruine rausgezeigt, nachdem ich reingelaufen bin. Und an der Oberfläche zeigt er mir aber nirgendwo hin, soweit ich weiß. Eventuell haben wir irgendwas übersehen. Ein Schild habe ich ja schon gefunden draußen. Vom Gareth. Aber das... scheint ja noch nicht alles gewesen zu sein. Bestimmt gibt es da noch weitere Rüstungsteile, aber ich bezweifle, dass ich die jetzt alle finden muss, um ihn beseitigen zu können. Ich denke nicht. Sollte auch so funktionieren. Okay, pass auf. Oh. Oh, Sotasils Helm. Guck mal, einfach hier so auf der Treppe. Ist vielleicht irgendwo runtergefallen. Hatte ich gar nicht gesehen. Tatsächlich, der zeigt mir kein Ziel hin. Moment, was sagt mir denn die Quest gerade? Ich sollte versuchen, Naomis Körper zu finden, bevor ich nach dem Rest der Ritter der Neuen suche. Okay. Dammit, Naomis Körper. Das hört sich eigentlich schon nach einem sicheren Tod an. Dann wird sie auch hier sein irgendwo, oder? Also nehme ich jetzt mal ganz stark an, weil hier sind auch alle Rüstungsteile. Wenn Gareth sie nicht mitgenommen hat irgendwohin, dann sollte sie eigentlich... hier zu finden sein. Aber wo? Naomi, wo bist du? Das sah aus wie ein weiteres Rüstungsteil.
Tatsächlich. Nice. Seht ihr? Das meine ich mit, ihr seid zu schwer belastet, was gerade eben links oben stand. Ich meine, ich könnte auch natürlich rechts oben gucken. Ah, mein Federzauber ist rechts oben nicht mehr erschienen. Das heißt, er wirkt nicht mehr aktuell. Aber, ja. Mein Standardblick geht immer nach links oben. So, ich suche noch... Ah, nice. Vielleicht kriege ich sogar noch die Rüstung komplett, wer weiß. Ich suche immer noch nach Naomis Körper. Ich will gar nicht Leichnam sagen. Ich will eigentlich nur sagen, ich suche nach Naomi. Bitte einfach nur Naomi. Die Frage ist nur, wo ist sie? Vielleicht auch in der benachbarten Ruine hier irgendwo? Da, in diesem kleinen Turm, Resthaufen. Ist aber eigentlich wieder ein komplett anderer Ort, oder? Ja, Festung Tugend. Nein, hier denke ich nicht. Ich denke auf jeden Fall irgendwo hier in der näheren Umgebung. Lasst mich mal noch ein klein wenig verwirrt herumlaufen. Stop right there! Oh, Jesus. For crimes of treason against the Empire, you are hereby ordered to surrender... Bäh. Schaut mal, wessen Leiche ich hier gefunden habe. Einfach ein normales Skelett, was die Kapitänsausrüstung hat. Oh, sag bloß nicht, ich muss auch noch an einem Skelett suchen. Oh nein, die arme Naomi. Oh nein, sag bloß nicht. Oh, fuck. Nein, ich hab die ganze Zeit nach einer lebenden Naomi gesucht. Oder nach einer schwer Verletzten oder irgendwas. Oh, das ist nicht wahr. Ich habe das Adabal von Naomis Hals genommen. Es gibt keine Hinweise darauf, wie ich es benutzen könnte, um Gareth zu stoppen. Aber ich kann Naomis Präsenz spüren, sobald ich es berühre. Ich sollte mich jetzt mit den Rittern der Neuen in Festung Nikel treffen. Ah. Ah je. Ich habe ein Skelett gefunden, das anscheinend noch von niemandem entdeckt worden ist. Könnten dies Naomis Überreste sein? Ja, jetzt gerade eben, nachdem ich mit euch zusammen das Skelett da drüben entdeckt habe... Ist mir überhaupt erst in den Sinn gekommen, nach Skeletten zu schauen. Hier. Oh Mann, das ist echt... Das ist echt gemein. Okay, ich glaube, ich habe noch nicht alles von Sotasils Rüstung eingesammelt. Da fehlt mir noch einiges. Ich habe... Das könnte repariert richtig gut aussehen. Auch wenn ich mir jetzt gerade dazu keine Gedanken machen möchte. Naomi... Schild habe ich bereits in meinem Kaiserstadthaus. Handschuhe und Beinschienen. Nur noch zwei Teile fehlen mir eigentlich. Also gar nicht mal so viele. Und dann sollte ich eigentlich recht bald das Set kommen. Ich meine, ich glaube, ich werde es nicht tragen, aber dann sollte ich das Set komplett haben. Und alle Setteile müssten eigentlich hier zu finden sein. Ich meine, wenn ich die bisherigen hier auch schon an der Außenstelle hier gefunden habe. Die Frage ist nur, wo? Boah, wie der Himmel da hinten aussieht. Mit den angedeuteten Godrays. Himmlisch. Hallo, was denn nun schon wieder? Was habt ihr zu berichten? So. Jetzt ist es aber erstmal an der Zeit. Ich habe nur ganz schnell die Sotasil-Rüstungsteile abgelegt und... Jetzt würde ich sagen, nehmen wir auf diesen letzten Schritt Krümel mit. Ich habe das Bedürfnis bekommen, sie in die Feine umzubenennen. Meine Feine! Aber ohne größere Umwege, ohne länger nach Sotasils Rüstung zu suchen, auch wenn ich das gerne tun würde, aber momentan gibt es Wichtigeres. Und zwar die Sache mit Naomi endgültig zu klären und vor allem Gareth für all das, was er bisher getan hat, eines richtig dick auszuwischen. Ihm sowas von dick eins auszuwischen, dass er nie wieder aufstehen werden kann danach. Diesen Typ lasse ich nicht länger am Leben. Unfassbar, der hat es sowas von verdient. Was? Moment. Bin ich hier richtig? Nein. Habe ich einen falschen Eingang genommen? Moment, sollte das Lager der Kreuzritter in
Fort Nickel oder neben Fort Nickel? Nickel sein. Hier? Ist das hier richtiger? Nördlicher Turm? Ja, da war doch irgendwas, oder? Dass sie sich in einem Turm niedergelassen haben. Oh, ich höre Stimmen. Leute, ich bin wieder da! Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Oh. Ich dachte, du wärst erfreuter, mich zu sehen. Walk with the Nine, Commander. Ich komm zu euch! Wir vermissen ihn. Seid versichert, ihr Schwab. He's arisen! Lord Crusader, once again you've made it back, surviving what most would consider certain death. Drekeus informed me of your arrival. We've already drawn up plans to take over the Imperial City and remove Gareth from power. All we're waiting for is your command, sir. Oh, nice. Oh Gott, ich muss jetzt deutlich mehr Zeug in Erfahrung bringen. Was ist alles passiert, als wir nicht da waren? Eure Ausrüstung? Even while on the run, we have had benefactors wanting to see our resistance succeed. We have a supply of high-quality steel that Sergius uses to make this heavy armor that we're wearing, as well as shields for the new members. Sir Gaiman and Sir Gukimir were also able to obtain a shipment of legendary Skyforged steel swords from Skyrim, with which to arm their squads. Nice. Was weißt du zu Gareth? I don't know how he obtained it, but he has the Amulet of Kings and used it to relight the dragon fires, claiming the Imperial throne for himself. There are rumors that his Amulet of Kings is a fake, and that he is not a legitimate successor to the Septims. But while the dragon fires are burning, he has support from most of the Imperial Legion, and many citizens, especially the elves. Na ja, klar. Der ist sowas von fake in mehrerer Hinsicht. Die kaiserliche Legion, eben mein Kopfgeld, ist nach oben hin explodiert. Was können wir dagegen tun? The Imperial Legion was thrown into turmoil when Gareth proclaimed himself Emperor. Most of them believed that they were duty-bound to serve whomever relit the dragon fires, whether they liked the person or not. Others believed that some sort of trickery was involved and refused to recognize him as Emperor. But the pivotal moment was when Gareth ordered them to round up minority races, and that's when the fighting began. Many Imperial Legion soldiers left in disgust, while others are now covertly aiding our resistance. Die Kaiserstadt, ist die auf irgendeine Art und Weise befestigt oder schwerer einzunehmen für uns? Gareth ordered the Imperial City sealed off. The entrances are heavily guarded and barred from the inside. Damn it. There's no way of getting in without a small army and heavy siege equipment. Fortunately for us, we have some contacts on the inside who will open the gates for us when the time comes. Okay, okay. Vielleicht nicht irgendwelche Schleichwege über die Kanalisation vom Anfang wieder rein? Burg Relais? Was ist das für eine? We occupied it for a short while after your disappearance. The Imperial Legion then showed up one day and ordered us to vacate it. No sooner than we had left the building, they surrounded us in the courtyard and tried to arrest us. That's when we knew that something was amiss. Das ging dann ja schnell. Burg Relais, das war Gareths alte Burg, wo wir den Ansturm gewagt haben, bevor wir in die Vergangenheit gerissen wurden, oder? Bin mir nicht mehr sicher, wie genau die hieß. Naja, also, aber jetzt, was ist der genaue Plan, wie wir jetzt vorgehen werden? While we have enough soldiers to make a well-planned attack on the Imperial City, our biggest problem is Gareth himself. The Amulet of Kings gives him power over man and mare. His voice instantly charms lesser minds, and that's how he came into power so quickly. We can't simply march an army into the Imperial Palace, as they'll end up turning on themselves as soon as he uses the amulet's powers. We could sneak a select few into the palace, but remember that Gareth single-handedly defeated 8 Knights of the Nine at the Priory. But with your return, we finally have a champion whose combat prowess matches his, and that's what my plan revolves around. What we'll do is create a diversion while you sneak in via the Imperial sewer system. Yeah. When you're ready, let me know and I'll start a detailed briefing of the operation. Okay. Ich bin bereit. Du kannst sofort loslegen.
I'll be leading the Knights of the Nine to the Imperial City as soon as the briefing ends, so we won't be able to pause the mission. Are you ready to begin? Ja, weißt du was? Wir haben in Erfahrung gebracht, was mit Naomi passiert ist. Und wir sind sowas von bereit, ihm jetzt eins auswischen zu gehen. As you command, Lord Crusader, I'll go through with you what you'll need to do as soon as I've briefed the Knights. Ihr habt meine Worte, dass ich damit nicht meine ich werde versuchen, die Neuen mögen euch segnen, mein Freund. Gott, hört auf zu schwätzen und hört ihm zu! Bis später, Herr. Knights of the Nine, assemble! Wir vermissen ihn alle. Aber denkt daran, er starb im Dienste der Neuen. Er kann sich keiner von uns wünschen. Eure freundlichen Worte trösten mich. Today is the day that we have been preparing for. Today is the day that the Divine Crusader has returned to lead us to victory. Today we will storm the Imperial City to depose a tyrant who threatens all free people with enslavement. Our primary objective is to create a diversion so that the Divine Crusader can reach the Imperial Palace. Allies within the Imperial Legion will unbar the gates at the Talos Plaza and Temple Districts. We will enter and set up a defensive formation, holding these choke points for as long as necessary. Although we will be outnumbered, the streets will prevent the enemy from flanking us, allowing us to hold our ground against a larger force. Once we're in position, the enemy will be drawn towards our location, leaving the other districts relatively unguarded. The Divine Crusader will take this opportunity to enter the Market District from a secret passage and make his way to the Imperial Palace. The enemy is a mix of Aurorans, Eliads, and Legion soldiers. Some Legion soldiers are allies and will have a red diamond painted on their armor. Mm. Do not attempt to confront Gareth if you encounter him. He is much too powerful for any of us to fight. Instead, focus your efforts on keeping the enemy away from the Divine Crusader so that he can deal with Gareth. By the end of the day, Gareth will be removed from power. His ability to influence man and mare will be broken. And without their leader to bind them here, the Aurorans will be banished back to Meridia's realm. May the Nine watch over you all. Knights of the Nine, move out! Yo! Now that you know how we'll set up the diversion, here's what you'll need to do. You'll need to head to the north exit of the Imperial Sewer System. The gate there may be locked, so make sure you have some lockpicks with you. Follow this map that I've given you and wait at the Market District entrance. Once we've started the attack, I'll send a runner to let you know. We'll hold our positions for as long as we can to give you time to find Gareth and defeat him. May the Nine watch over you, Lord Crusader. Okay, die Aufgabe ist klar. Bis zum Marktdistrikt vordringen, warten, bis sie ihr Ablenkungsmanöver gestartet haben und es voll am Laufen ist. Und dann wird Gareth unser sein. Ich kann gerade einfach nicht glauben, dass Naomi... Die kann nichts... Das geht doch nicht. Die kann nicht kaputt sein. Weil... Was ich gemerkt habe, als ich mir das zweite Mal die Ereignisse ansah in meinem Gedächtnis, aka beim Schneiden, ich habe nämlich nicht direkt in den Raum reingeguckt. Oh Jesus, ich habe mich gefragt, woher die Kampfmusik kommt. Ich habe nicht direkt in den Raum reingeschaut, wo Gareth und Naomi drin unterwegs waren. Sondern ich habe zwar reingeschaut, aber ich habe versucht, mich möglichst schnell darum zu kümmern, wie man die Tür aufbekommt, ob man an den Hebel irgendwie kommt, ob man den anschießen kann, ob man den mit Telekinese beeinflussen kann. Und als ich mir dann ein zweites Mal angeschaut habe, so aus einem Augenwinkel heraus, was in dem Raum passiert ist, habe ich gesehen, wie Gareth auf Naomi zugegangen ist und mit einem Dolch sie abgestochen hat. Und ich konnte ein weiteres Mal meinen Augen nicht trauen, ehrlich gesagt. Und ich habe gehofft, ich habe echt innig gehofft, dass das nicht bereits gereicht hat, um sie zu töten. Dass sie vielleicht mit irgendwie schweren Verletzungen oder mit Blutungen noch ins Portal reingezogen wurde, aber dass sie nicht tatsächlich getötet wurde. Oh, aber ich erahne das Schlimmste. Ich meine, wir haben ein Skelett gefunden, aber vielleicht... Das ist mein Pferd, okay. Aber vielleicht wurde das Amulett
nur irgendwie in das Skelett hineingeschleudert und das Skelett gehört in Wahrheit jemand anderem? Oh, ich weiß nicht, ich versuche mir noch irgendwie ein Stückchen Hoffnung hineinzubringen, dass nicht doch alles mit Naomi verloren sein könnte. Die Welt fühlt sich ohne Naomi nur noch so erschreckend leer an. Immer sind es die, die man lieb gewonnen hat. Okay, Gareth habe ich auch am Anfang lieb gewonnen. Zwar nicht auf dieselbe Art und Weise, aber trotzdem ein bisschen. Naja, finde ich auch schade, dass es mit ihm nicht geklappt hat. Aber obwohl, nee, weißt du was? Bei Gareth bin ich schon weit über die Phase hinaus, dass ich bei ihm noch irgendetwas schade finden würde. Ihm will ich mittlerweile nur noch einheizen. Und bei die Sache mit Naomi finde ich auch nicht schade, sondern einfach nur traurig. Und jetzt gehen wir das wieder gut machen. Mindestens die Dolchwunde mit ein paar Pfeilen wieder ausbessern. Oh, ich sehe schon, okay. Wir werden hier noch ein bisschen Dolchspaß haben. Uhuhu. Ich hoffe nur, dass hier nirgendwo irgendwelche krankhaften Goblins wieder unterwegs sein werden. Goblins sind so wirklich das, was mich am wahnsinnigsten macht. In Kanälen. Weil die einfach furchtbar viel aushalten. Ich finde auch den 10-fachen Schleichschaden sehr, sehr geil. Mit Nahkampfwaffen, aber nur mit der Schleichmod ist es so viel. Ich kann mir echt vorstellen, wenn man eine Assassine mit Klingenwaffen und so etwas spielt, dass das richtig brutal werden kann mit dem Schaden. Aber ja, dafür habe ich nicht ganz die Geduld, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht ganz die Geduld, mit meinen Waffen tatsächlich bis komplett hinter die Personen zu laufen und sie dann damit zu erschlagen. Dafür reicht die Geduld dann doch nicht ganz. Hier war echt nichts. Tatsächlich. Wie komisch. Naja. Aber vielleicht, ich meine, mein Schleichskill, den habe ich ja letztens bei... Ich glaube, bei Knights of the Nine müsste ich den komplett gemaxt haben. Genau, 100. Nice. Dann könnte ich mir sogar eigentlich fast schon überlegen, in Zukunft so ein bisschen mehr auf Nahkampfschleichangriffe zu gehen. Weil ich ja auch meinen Klingenskill... Lebst du noch? Nein. Weil ich auch meinen Klingenskill ein bisschen nach oben treiben möchte. Einfach so, wisst ihr, um eine Alternative zu haben. Jetzt ist nur die Frage, bist du irgendein stinknormaler Bandit oder bist du jemand Besonderes? Das werden wir gleich wissen. Hallo. Okay, du willst mich tot sehen. Und ich dich auch. Nein! Er oder sie hat mir nicht meinen Pfeil zurückgegeben. So, wohin wollen wir jetzt als nächstes? Ich denke, wir wollen einfach so weit vorpirschen, bis es keinen Weg mehr weiter gibt. Bis wir im Marktbezirk irgendwo wieder an die Oberfläche kommen und dann einfach so lange warten, bis uns ein Kurier erreicht. Nicht diese Tür? Welche Tür ist aufgegangen? Doch diese Tür. Relax. Don't do it. Okay, sonst ist alles offen. Beruhig dich. Okay, nur eine Ratte. Der Lichtzauber ist eigentlich so am praktischsten für genau die Sachen, die ich hier gerade tue. Für einfach so durchrennen. Aber ich vertraue Lichtzauber nicht, weil ich kann sie nicht...
auf beliebige Art und Weise wieder abstellen. Und das kann ganz schön mies ausgehen. Nördlicher Tunnel. Hört sich gut an. Diese Schlammkrabben sind das Schlimmste. Ich würde gerne einfach alles mit meinem Bogen machen, aber dann verschwende ich meine ganzen Pfeile und verschieße sie in das Nichts. Das wollen wir natürlich auch nicht. Nur wenn diese Banditen kommen. Okay. Ich sollte versuchen, ein bisschen an Tempo aufzunehmen. Während sie die Revolution da oben starten, unsere zweite Revolution mittlerweile, will ich keine Zeit damit verlieren, irgendwelchen Schlammkrabben extrem langsam und bedächtig einzuheizen. Marktabwasserkanäle, sehr nice, habt ihr das gesehen? Das ist der richtige Eingang. Beides. Okay, dann nehme ich oben rum. Das scheint der nicht ganz so offensichtliche Weg zu sein. Okay, ich bleibe einfach hier oben auf dem Pfad. Ich will natürlich untenrum nichts verpassen, aber man kann ja nie wissen. Was ist das? Oh Gott. Wo seid ihr? Ja. Ich habe gehört, wie du deine Waffe gezogen hast. Ich weiß ganz genau, dass du irgendwo hier bist, du Drecksau. Unmöglich. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite? Oh ja, ich sehe schon. Unten voll zwischen die Beine, mein Freund. Aber ich glaube, du wirst keinen Schlüssel haben. Du siehst nicht wichtig genug aus. Oh! Ich habe den Ausgang zum Marktbezirk erreicht. Ich sollte auf die Nachricht über den Beginn des Angriffs warten, bevor ich die Kanalisation verlasse. Echt? Ist das der Ort hier oben? Okay, nice. Oh,